Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge House Flippers. So, in der letzten Folge haben wir ja hier angefangen mit der Wohnung. Müsst ihr das gerade noch mal ein bisschen rekonstruieren, da ich das Spiel einmal neu gestartet habe. Ja, soweit sind wir gekommen. Dann machen wir mal weiter. Hier wollen wir Eis, Silbereis und Weiß haben. So. Das sind die beiden Farben. Ich würde diesmal sogar sagen, zwei davon. So, alle zwei kommt da einmal einer. Hoffe, das geht auf. Kann ich nachher irgendwie nicht halt vorher einschätzen, le leider. Ups. Bin ich aus Versehen einen zu weit gegangen. Hier durcheinander kommen. Habe ich es wieder vergeigt? Oh, das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Ich muss vorsichtiger arbeiten. So. Bin ich auch wieder ein zu weit gekommen. So. Mist, falsche Farbe. Die ging nicht ganz auf, ne? So. Aber ich gehe davon aus, wir kriegen das hin. Na, nein. So müsste das sein. Einmal hier oben. Ja, hier die Ecke, die passt ja nicht ganz, aber. Naja, gibt Schlimmeres, ne? Gibt, glaube ich, Schlimmeres. So. Raum sieht doch ganz okay aus. Kann das Silbereis weg? Okay, hier wollen die nicht so eine Farbe. Hier wollten die nur weiß. So, Fußboden, Laminat braun. Das machen wir doch. Ohne Probleme, ohne Zweifel. Haben wir das hier schon mal fertig? Brauchen wir hier einmal einen Wandeinriss. Und zwar in der Richtung. Einmal Wand einreißen. Perfekt. Warte mal. Okay. Ich glaube, ich habe zu viel abgerissen.
Stück hier hätte sein, bleiben sollen. Sieht gerade in den Bauauflagen. Ups. Das ist nicht gut. Eins, zwei, drei und noch ein. So. Habe ich aus Versehen bisschen zu hart reingehauen, würde ich sagen. Gut, also, was brauchen wir hier? Wandfliesen legen, Keramikweiß. Keramikweiß. Machen wir erstmal den Fußboden. Haben wir hier auch das Gleiche. Und dann auch hier natürlich. Dann haben wir das schon mal weg. Mit dem Fußboden. Was wollen die hier für einen Fußboden? Laminat. Den haben wir auch. Ah, da müssen wir dann noch gucken. So, hier wollen die weiße Keramik fließen. Zwei verschiedene, einmal die. Wird das halt für einen Raum machen. Also ein Raum bekommt die und der andere Raum bekommt die. Welcher jetzt welche bekommt, weiß ich nicht. Haben wir hier Waschmaschine. Das hier sind Leitungen für ein Spülbecken. Ja, also Waschbecken so. Und eine Badewanne. Würde ich sagen, die hier für den Raum und die kommen hier rüber. Einfach damit wir einen Unterschied drin haben. Wird, denke ich mal, schon cool aussehen. So. Müssen wir gleich noch eine Packung kaufen. Wird wohl noch ein paar Mal so kommen. Also brauchen wir nur eins, zwei. Und wenn mal drei sollten dann reichen. Sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Wenn die Tür schließen. Wir bekommen halt alles, ne? Heizung, Toilette, Badewanne. Einmal alles. Einmal alles, bitte. So. Bis dahin geht das auf jeden Fall. Glaube, wir haben sogar zu viel gekauft. Ja, eine Packung, glaube ich, zu viel. So. Mach mal auf der einen Seite. Auf der Seite auch. So. Das ist nicht ganz so rausgeschmissen. Perfekt, dann haben wir die Seite schon mal fertig. Jetzt ist es noch die andere Seite. Die haben natürlich auch noch mal hier so Seiten. Und hier verläuft sozusagen der Fußboden nach oben. Vom Aussehen her.
So, dann brauchen wir noch ein paar davon. Und zwar eins, zwei, vielleicht drei. Dann sollte das reichen. Hoffe ich. Kann auch wieder zu viel gewesen sein. Kann das immer so schlecht einschätzen. So. Dann müssen wir gleich noch die Waschmaschine einbauen, Badewanne einbauen, Toilette einbauen. Und eine Dusche wollen wir auch noch. Einmal alles bitte. Ach ja, und die Heizung nicht vergessen. Die Heizung dürfen wir auch nicht vergessen, die hier dann rankommt. So. Nochmal hier noch. Ja, das sieht doch ganz nett aus hier. Da brauchen die eine Badezimmerheizung. Einem ranmachen. Zack, die ist schon mal weg. Waschmaschine. Wenn man eine Einbau reicht. Jetzt sollte man die Anschlüsse auch öffnen, ne? Dann klappt das auch damit. Machen wir die einfach so. Wird die zwar anders gestellt, aber der Anschluss ist nun mal hier. Ich will jetzt nicht mein Geld dafür ausgeben, um den Anschluss umzulegen. Macht ja denn keinen Sinn. So, einmal das ran. Schlauch hier ran. Waschmaschine ist fertig. Dann brauchen wir noch zweimal Waschbecken. Zweimal Waschbecken. Hierhin. Und das zweite daneben. Mal festmachen. Zack. So. Mal hier fest. Zack, zack. Nummer eins, jetzt Nummer zwei hier noch einbauen. Genau das gleiche hier. Haben wir nämlich auch gleich schon mal das mit dem Waschbecken erledigt. So, dann noch die Toilette einbauen. Da wollen die, denke ich mal, was Schlichtes. Und dann hier so schön in die Ecke, damit nicht jeder einen beobachten kann dabei. So, dann haben wir die Toilette. Dusche. Da nehmen wir eine Einbaudusche. Vorher sollte ich auch noch die Öffnungen öffnen, wo es angebaut wird. So, die Anschlüsse natürlich. Dann Dusche, Einbaudusche rein da. Einmal alles festmachen.
Doch. So, nur einmal rein. So. Um auch diese Schrauben zu treffen. Dann haben wir das auch schon fast. Und gleich noch der Saunabereich, was wir noch haben. Und die wollten noch eine Badewanne hier auch noch reinhaben. Frag mich nur, wie die Badewanne hier reinhaben wollen. Das ist ein bisschen doof, wie das hier gelegen ist. Oh hey, wir kriegen das hin. Welche Badewanne nehmen wir denn da? Die hier, denke ich mal, wollen die. Geht auf jeden Fall ein bisschen daneben, finde ich. So. Einmal alles festmachen. So, dann können die nämlich baden und duschen. Gibt's was Schöneres? Man kann da trotzdem noch durchlaufen. Dann wollen die vier Halogenlampen, zwei Spiegel. Okay, die zwei Spiegel, die würde ich einfach hier drüber setzen. Dann Halogenlampen. Da würde ich halt hier immer mittig setzen. 3, 4. Dann einen Metallmülleimer wollen die haben. Dann da in die Ecke. Perfekt. Ein Regal. Wie auch immer. Für Handtücher, denke ich. Ah, zweimal wollen die das sogar. Ja, platzmäßig passt das nicht so. Packen wir das doch hier hin. Nehmen wir den Mülleimer, der kommt dann darüber. Und das einmal hier hin. Schön in die Ecke. Perfekt. Mülleimer hier einfach mitten in der Mitte. Und jetzt noch Hängeregale. Unsere Lieblingsregale hier. Die packen wir hier drüber. Das haben wir. Jetzt Sauna. Eine Saunabank wollen die. Achtmal. Sauna-Eckbank. Saunalampe. Kopfstütze für die Sauna. Da gucken wir mal. Erstmal Saunabank. Gucken, wie wir die Sauna hier bauen können überhaupt. Also, finde das schon ein bisschen klein für so viele Sachen. Ein Puzzlespiel. So, das einmal in die Ecke. Wenn das jetzt auch noch passen würde, natürlich nicht. Passt natürlich nicht. Sind noch gar nicht richtig dran, oder?
Vielleicht passt es jetzt. Jetzt natürlich passt es da. So. Hier weitere. Oh, noch zwei Stück. So, oder wie wollen die das? Ein bisschen eng hier alles, ne? Ja, zweimal Kopfstütze. So, dann wollen die das hier einmal. Wollen die denn das eingerichtet haben? Müssen wir eben anders bauen. Irgendwie passt da was nicht. Wollen die das hier so übereinander haben? Könnte ich mir halt vorstellen. So in etwa würde ich sagen. So und so. Das kommt doch schon eher hin, oder? So, dann brauchen wir eine Sanduhr. Also, die wollen nur noch. Die Wand soll ja auch noch gemacht werden. Machen wir mal eben nebenbei. Oh, die Farbe ist eigentlich recht toll. Habe ich die eigentlich nie benutzt? Da habe ich die nie benutzt. Bin hier mal dran vorbeigeschlittert. Keine Ahnung. Naja, wir werden es rausfinden. Ups. Sollten eigentlich nicht darunter. So, perfekt. Saunalampe. Zweimal. Mal da. Einmal da. Wobei, ne, ich würde so machen, glaube ich. Damit die beide die gleiche Höhe haben, einfach einen Dach da. Fertig. Dann haben wir das. Was brauchen wir noch? Handtuchrollen wollen die. Zweimal. Eins und zwei. Eine Schöpfkelle. Dann haben wir das. Der Saunabereich fertig.
Und ich komme hier selber nicht mehr raus. Super. Wieso komme ich hier nicht mehr raus? Jetzt. Okay, ist ein bisschen doof gemacht anscheinend. Aber hey, ich kann nichts dafür. Die wollten das so. Dann, was haben wir hier noch? Hier einmal Teppichboden einbauen. Von da nach da. Was haben wir denn? Hier haben wir fertig. Das können wir zumachen. Ja, diesen Bereich sind wir auch durch. Sauna und Badezimmer. Abgehakt. Dann machen wir mal hier das Doppelbett. So. Deckenlampe. Visiertisch. Uiuiui. Glaube, das kommt hier in die Ecke. Natürlich ein Stuhl. Dann eine Kommode. Vom farblichen gar nicht so reinpassen würde. Ich würde da eher grau nehmen. So. Auch hier Mülleimer, Mülleimer, ne? Schrank. Auch einmal in der Farbe. Der runde Mülleimer, der kann hier so hin. Und stilvolle Hocker. Wofür auch immer. Können ja dahin gestellt werden, falls man sie benötigt. Einmal Betten machen. Fertig ist der Raum. Hier fehlt noch ein Metallmülleimer, den können wir ganz schnell machen. Fertig. So, hier sind wir durch. Da sind wir durch. Dann fehlt noch einmal hier. Dreifache Deckenlampe. Gehe mal davon aus, die werden hier irgendwo hängen. Dann mal Küchenset. Ja. Mal das. Ist aber auch lang das Teil. Das passt auf jeden Fall richtig krass rein. Gasherd. Natürlich. Brauchen wir noch. Stahlrauffang. Auch darüber. Dann. Das ist alles Wohnzimmer und der Tisch. Kühlschrank. Sind auch in einer anderen Farbe. Nein. Falsch. So. Haben wir noch Mülleimer?
Mülleimer, der kann hier in die Ecke. Bauen wir mal eben das hier alles zusammen. Weiß noch nicht wie und wo und was, aber wir kriegen da schon was hin. Wie kommt man immer noch raus? Gut. Ah, können wir auch eigentlich so mal schon mittig setzen davon. Dann ein Sessel. Hat eigentlich eine andere Farbe. Fernseher. Groß ist das? Das ist halt schon groß. So würde ich das auf jeden Fall machen. Den Teppich. Oh, der kann einfach hier dazu. Und der Tisch Otto. Wer kennt ihn nicht? Eins. Drei. Drei. Und Nummer vier. Ja, guck. Und sogar eine davon hier rüber. Und die einfach mal so quer. Perfekt. Ja, guck, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann brauchen wir nur noch dieses Zimmer hier. Da müssen wir noch einmal streichen. Einmal in der Farbe Weiß sollen wir hier streichen. Das kriegen wir doch easy hin. Zack, zack. Damit wir dieses Haus auch bald fertig haben. Einmal so. Einmal wieder Farbe nachholen, ne? Ganz wichtig. Wichtig und richtig. So, einmal hier oben. So. Ja, dann, was wollen die hier eigentlich? Die wollen hier Schrank mit vier Türen. Die wollen Schreibtisch haben. Und irgendwas wollen die noch? Papierkorb. Der Papierkorb, der ist ja nicht so schwer, ne? Der ist ja nicht so schwer. Ah, schauen wir mal. Dann natürlich Einzelbett. Das ist eher so für ein Kind anscheinend gedacht. Halt ein extra Raum. Nur einmal so. Deckenlampe. Die sind so grässlich. Ich weiß es nicht. Naja. Ich muss hier nicht drin erleben. Oder Gästezimmer. Kann auch sein. Vielleicht doch einfach ein Gästezimmer. So, einmal den dahin, bitte. Passt auch gut rein. Den Schreibtisch, den würde ich halt hier sogar hinstellen.
Vom Fenster. Richtig unbequem mit dem Stuhl eigentlich. Muss jeder selber wissen. So, Auftrag abgeschlossen. Perfekt. Dann einmal abgeben. Und beenden. Perfekt. Ja. Dann haben wir das. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Resttag. Bis demnächst. Tschüss.